Hallo und willkommen zu einem neuen Let's View. Diesmal habe ich etwas für mich auch ganz Besonderes, damit fange ich auch an. Ich möchte es auch zukünftig häufiger besprechen, dass ich auch dieses Magazin mal ein bisschen mit euch genauer betrachte, anschaue. Ja, und ein bisschen was hervorhebe daraus. Diesmal geht es um, im Endeffekt ist es eine Beilage, es geht um die Powerplay aus dem Jahre 89. Das ist die Nummer 2, das heißt die Nummer für den Februar. Muss aufpassen, der Umschlag hat sich leider schon gelöst. Die Powerplay waren noch kein eigenes Magazin, das ist später auch als eigenes Magazin ausgekoppelt worden. Im Endeffekt gab es 6 eigene Magazine, die Happy Computer. Hier ist jetzt nur das Logo oben zu sehen. Ich habe diese Ausgabe der Happy Computer nicht mehr, wo das sozusagen als Beilage sozusagen drin lag. Und hier steht ja auch Sonderheft oder Sonderteil, nur in Verbindung mit Happy Computer, auch 298 oder 89 besser gesagt. Ja, und ich habe die damals auch in meiner Jugendzeit gesammelt. Das war wirklich mein Magazin, die Powerplay. Ich habe sie sehr, sehr gerne gelesen. Auch noch als sie Bestandteil war, fester Bestandteil der Happy Computer. Man muss sich das vorstellen, die Happy Computer, das war mehr so ein Hintergrundfachmagazin, Technikmagazin, was die ersten Heimcomputer beinhaltete. Vom C64, den Amiga, den Atari ST, Spectrum. Es gab da Programme drin zum Abtippen, dass man so ein paar Spieleprogramme hatte oder Anwenderprogramme. Und die Spiele, damals hatten die noch nicht die hohe Stellung, sie waren beliebt, aber sie hatten noch nicht diese Stellung, die sie heute im Jahre 2023 haben. So, damit, ihr werdet sehen, das sind richtig besondere, schöne Games, die hier vorgehoben werden. Na, wenn man schon, ich teaser jetzt hier allein auf dieser Seite das großartige Bild von dem Spiel Thunderblade. Ihr seht, Super Mario Bros. 2 ist hier gerade erschienen. Der Nintendo-Klassiker kehrt zurück. Es ist wirklich ein Klassiker. Ja, schauen wir uns das einfach mal ganz genau an, dieses Heft. Ja, und tauchen in diese Welt der Spiele ein. Manche mögen es heiß. Das ist ein schönes Thema. Erstmal das schöne Cover vom Thunderblade. Game. Ich finde das richtig cool. Ich habe es auch damals auf dem C64 als allererstes richtig gerne gespielt. Auch auf anderen Konsolen wie dem Mega Drive. Auch dann später hat es mich richtig begeistert. So, wollen wir mal aufschlagen. Dieses coole Game-Magazin. Es gab damals nur die SASM parallel und die Powerplay. Das waren so die beiden Hauptmagazine. Jahrzehnte später sind viel mehr rausgekommen. So, was haben wir hier? Purple Saturn Day. Auch ein Spiel, was angekündigt wurde, wenn ich sehe. 4 Arcade-Spiele, die hier so beworben werden. Ring Pursuit, Brain Power, Time Jump. Richtig cool. Ja, sieht richtig klasse aus alles. Keine Ahnung. Das Spiel habe ich nie gespielt, aber irgendwie eine kurze Werbeseite. So, weiter geht's hier. Haben wir erstmal ja, die Inhaltsangabe, wenn man es so will, beziehungsweise mit einem Vorwort, das war damals sehr, sehr beliebt immer. So, hier gab es wohl Powerplay-Preise. Ihr seht, das ist eine Auszeichnung für dieses Spiel Falknern. Richtig cool, sind wohl in der Powerplay-Redaktion gewesen und haben dann ihre Preise entgegengenommen. Schöne Vorschau mit Bildern. Hier sehen wir schon mal Thunderblade. Hier das Baby aus Roger Rabbit. King's Quest 4, auch ein Spiel. Inhaltsangabe, ja. Und ich muss sagen, hier später seht ihr noch einen Teil, warum es für mich legendär ist, dieses Heftchen, weil es was auch Besonderes beinhaltet. So, Spiele im Laserblitz. Hier haben wir jetzt Piraten im All. Cosmic Pirate, das Spiel wurde angekündigt. Hier so ein Joypad, was ein bisschen programmierbar war, damit man spielen konnte. Das Nintendo Joypad war schon gefragt, kann man so sagen. Naja, auf jeden Fall ein paar News. Geile Werbeseite hier von Spitting Image. Dieser Comedy-Show, die gab es auch in Deutschland. Hieß, glaube ich, Hurra Deutschland bei uns. Weil Spitting Image ist so eine britische Puppenserie. Ihr seht diese Figuren. Genesis, die Musikgruppe mit Phil Collins, hat damals auch ein Land of Confusion war das Lied, mit den Figuren ein Musikvideo gemacht. Das Spiel war sehr abgedreht, ging um Weltbeherrschung und so weiter. Auch eine coole Werbung, kann man ja wirklich nicht anders sagen.
von Domark, dem englischen Spiel, vertrieben. So, weiter geht es. Gunship fliegt wieder. Kann ein Spiel ein bisschen indiziert sein bei der Simulation Gunship geht's? Das waren die kontroversen Themen. Ja, immer wieder. So, vertauschte Wertung. Hier passiert natürlich auch, dass Wertungen vertauscht werden. Druckfehler werden gesagt. Ne? Vulkane brodeln leise. Bei Freaks weiter Reise. Schöne Grafik für den Amiga. Ein bisschen was so in der Mache ist an Spielen und so weiter wird hier erzählt. So, und hier haben wir eine Seite. Ich muss aufpassen, die Seite, der Umschlag hat sich gelöst leider. Hier auch eine Werbung. Come where the fun is. Vier Softwarehersteller, die sich hier für diese Werbung vereint haben. Rainbow Arts, Golden Goblins, Time Warp und Reline Software haben Leute gesucht. Man konnte sich damals bewerben. Programmierer wurden gesucht, Grafiker. Ne, das hat was. Damals war es noch ein bisschen, war es richtig leicht im Vergleich zu heute, in diese Branche einzutauchen und mitzuwirken an Titeln. War aber auch eine andere Art, wie die Hörspiele produziert wurden. So, wollen wir nächste Seite. Machen wir an mit der Werbe. Elite. Overloader oder so, ein Rennwagenspiel. Overlander meine ich, heißt das ja. Overlander. Ja, von Elite. Und dann haben wir hier Hitparaden. Also wirklich so eine schöne Sache, wie eben halt eine Top 10 war. Was waren unsere Hits? Und gehen wir doch mal die Hits durch. Also das ist echt was. Und dann übrigens auch noch nach Computer. Und ihr seht, die drei wichtigsten Computer waren Amiga, Atari ST, C64 noch zu diesem Zeitpunkt. Videospiele, also sprich Master System oder auch Nintendo Entertainment System, war auch an der Videospiele noch geführt. Also gar nicht so richtig. Und hier die Hits. Great Journal Sister war Platz 1, war unheimlich beliebt bei den Lesern. Ist auch hier, wenn wir sehen können, unter C64 Sachen. Aber gut, gehen wir weiter. Und hier sind nur in Who's Who meiner Lieblingsspiele eigentlich. Spatz 2 ist Maniac Mansion, das Adventure. Zack McCracken auf 3. Pirates auf 4. Interceptor, okay, das habe ich nicht ganz so gespielt, aber auch kein schlechtes Spiel. Super Eishockey. Bubble Bobble, absolut kultig. Bard's Tale 3 habe ich damals, muss ich sagen, weil mein Englisch noch nicht perfekt war, nicht verstanden. Das ist ja ein Rollenspiel. Football Manager 2, gut, habe ich auch mal gespielt, war aber auch nicht so mein Ding. Carrier Command ist so ein bisschen Strategie. Katakis, ein R-Type-Klon, kann man so sagen, aber auch richtig gut von Factor 5, die auch Turricane gemacht haben. Musik von Chris Hulsbeck, richtig kultig. Dungeon Master, ja, da waren so die ersten auch Rollenspiel. California Games, Wiz Ball, Defender of the Crown, ein großartiges Spiel. Dann kam ja schon erstmal Tetris kam. Test Drive, absolut kultig. Impossible Mission 2, ach, war das legendär. Ports of Call für den Amiga, mega Spiel, mega Simulation, beziehungsweise Wirtschaftssimulation, richtig klasse. Star Glider 2, auch nicht schlecht. So, was hatten wir hier jetzt als Hits auf dem Amiga? Ihr seht, Platz 5 gerade eingestiegen, Ports of Call, Katakis, Great Journal Sister, Carrier Command, Interceptor. Atari ST hatte auch Great Journal Sister drauf, Carrier Command, ihr seht, das war alles identisch fast. Aber C64, das waren noch die Brecher. Genesis Sister, Maniac Mansion, Zack McCracken, Pirates, Bubble Bobble. Geniale Spiele, liebe ich. Was hatten wir denn hier bei Videospielen? Platz 1 war gerade Nintendo Eishockey. Also Nintendo, das war noch nicht so alt. 89, das kam jetzt so langsam erst in Deutschland. Zelda 2, Adventure of Link, von 4 auf 2 gestiegen. Alex Kidd in Miracle World ist gesunken. RC Pro Am, IM oder M und Super Wonderboy in Monsterland ist von 1 auf 5 gewandert. Ja, die Nintendo-Spiele nahmen überhand. Und dann sehen wir auch hier in England, The Last Ninja 2 war gerade mega im Ankommen. Outrun war noch da, gerade Platz 5. 1943, ein toller Ballerspiel. Ja, hier sogar getrennt unter Vollpreisspiele und Billigspiele und Compilations. Also sprich Sammelspiele. So, und das Gauntlet, Airwolf, naja gut, das war kein berauschendes Spiel. Oder das Billigspiel, Bombjack, sowas hätten wir heute nicht mehr getrennt. USA, die Top 15 wohlgemerkt. Spiele sind hier Double Dragon, Punch-Out, das steht auch immer Nintendo, das ist jetzt auch für die Nintendo, ist gerade in Amerika mega erfolgreich gesehen. Nur Nintendo-Spiele, fast. So, ne, also Punch-Out, Legend of Zelda, Contra, RC Pro-Am, Top Gun, TNC Surf Design, Rambo,
Karnoff, Wizard of Warriors, Major League Basketball, Victory Road, Double Dribble, Afterburner, Gauntlet. Ja, absolut kultig. So, hier wird ein Joystick beworben. Ja, und hier Auflösung für einen Kartakes Quizwettbewerb. Ich habe noch Sachen selbst gezeichnet. Tipps und Tricks und so weiter. Ne? Über Extrawaffen. Welche Extrawaffen sollte es in Kartakes geben? Ne? Wo durfte man sich sozusagen was einfallen lassen? Ne? Denk dir selbst eine Extrawaffe aus. Das war noch was. In Powerplay 6. Das war das erste Einzelmagazin. Die hatten ja erst 6 Sonderhefte und dann sind sie wieder in das Beiheft gegangen. Auch nicht schlecht. Auch hier Thunderblade-Werbung. Seht euch das Bild an. Ist das nicht genial? Thunderblade war ja wirklich auch ein Automatenspiel, ein bisschen im Space Harriers Art-Style. Dass es rasant war von oben, von vorne. Also richtig cool. Ihr seht hier verschiedene Systeme, wo es ist. Amiga, Atari ST, C64, PC kam es raus von Sega. Richtig kultig, dieses Bild. Ne? Wahrscheinlich die Nummer 1. Man ist noch sehr vorsichtig mit der Marke. Hier die Pepsi Challenge. Also Pepsi hatte so eine Spiele-Challenge. Ja, in dem Sinne in die Wege geleitet. So, und dann gehen wir auch weiter. Hier haben wir gleich die Bewertung und die Artikel. So, und hier haben wir Boris Schneider-Jone und Heinrich Lehnert, zwei Legenden aus der Computerspielszene, die bis heute irgendwo auch noch dem enthalten geblieben sind. Er hat jahrelang für Xbox später gearbeitet, Heinrich Lehnert für zig Magazine und hat auch einen Spiele-Veteranen-Podcast inzwischen, wo auch Boris Schneider-Jone inzwischen dabei ist. Thunderblade, ihr seht hier verschiedene Systeme, hier jedenfalls. Ihr seht ST, wird auch immer geschrieben, das ist jetzt die Amiga-Version, die sieht wirklich sehr hübsch aus. Ihr seht aber auch ein riesen Menü eigentlich, was man so hat, wie so ein Cockpit. Halb C64 war gut, ließ sich gut spielen, hier seht ihr das, aber hatte jetzt nicht diese Schnörkeleien. So, und hier könnt ihr sehen, die Bewertung in Disketten, auf denen war es gewesen und wie es eben halt gäbe, 70% für Grafik, das sind jetzt hier für die ST-Version, das ist C64 und für die Amiga-Version alles getrennt in Sound und die Powerplay-Bewertung. Zusätzlich gab es einen Meinungskasten, wo der einzelne Redakteur noch mal ein bisschen was gesagt hat und dann gab es eben halt ein paar Bewertungen und entsprechend ihrer Meinung von gut, sehr gut, schlecht und so weiter, hier sehen wir zum Beispiel sehr schlecht, haben sie sozusagen ihre Grimassen verzogen. Und das war eine ganz witzige Sache und das hat man immer gerne geguckt und so weiter. Das war echt klasse. Naja, wie gesagt, unterschiedliche Meinungen. Für einen Klassiker, ja, er war unterhaltsam, er war aber auch, ja. Es war damals eine schwerere Meinung. Viele Dinge musste man revidieren. Afterburner zum Beispiel, finde ich C64, ich habe ihn geliebt. Ist nur ein Arcade-Action-Spiel. Ja, die mochten das gar nicht. Richtig cool. So, und was gibt es als nächstes? R-Type, der Klassiker. Auf dem C64 habe ich ihn auch gespielt. Auf dem Gameboy später habe ich ihn geliebt. Ist hier auch noch nicht wirklich dabei. Hier steht übrigens, 35 Mark kostet die Datasette-Version. Auf Diskette kostet das zwischen 49 und 79 Euro D-Mark. Ja, das sprach noch damals, stand das da noch. R-Type, muss ich nicht viel sagen. Großartige Musik, großartiges Game. All-Time-Classic. Bis heute, beide fanden das gut. Man of Steel Spielwerbung. Ja, war kein berauschendes Spiel, aber ja, eine schöne Box. Beworben. Ja, so wurde beworben. Ein Mann für alle Fälle. Super Dragon Slayer. Sagt mir so gar nichts, das Spiel. Ist auch nicht Soldier of Light, genauso wenig. Habe ich damals auch nie gehabt. Hier sogar Werbung für das Atari VCS 2600. Fürs alte Atari-Spiel. Auch das gibt es immer noch. Rambo 3, ja, kein gutes Game auf dem C64, naja, ne, ihr seht die Grimassen, ne, das ist noch ganz gut, ist okay und das ist, naja, ausreichend schon ziemlich schwankend das Ganze, ne? Fand ich auch, so ein bisschen Sidescrolling, Action-Baller-Spiel war okay, aber wie gesagt, erstmal kommen die PC-Spiele, Operation Wolf, auch ein Arcade-Shooter, hier wird er richtig schlecht beworben, hier hat er Spaß gemacht. Macht richtig viel Spaß, auch auf dem C64. Man konnte sich gut durchballern. Das war jetzt hier für den ST. Ja, aber es ging halt damals so. Ballerspiele waren noch verpönt. Das darf man nicht anders sagen. Das war wirklich so. Technocop habe ich auf dem Amiga auch gespielt. C64 kenne ich gar nicht, die Fassung.
Da musste man im Autorennen fahren, mit dem Auto ein bisschen fahren, Auto wegballern, so aus der Third-Person-Sicht. Und dann konnte man das im Side-Sicht, musste man Häuser infiltrieren und dann die Gegner beschießen. War nicht schlecht, war auch recht brutal für die Zeit. War echt nicht schlecht. Obwohl es ein Wolf, wie gesagt, ist ein Arcade-Klassiker. Tintin on the Moon. Für mich als Tim und Struppi-Fan eine Werbung, die echt toll ist. Richtig schön gemacht. Auf zwei Disketten steht hier das sogar. Erhältlich für Amiga, Amstrad, Thomson, Atari ST auf zwei Disketten. Es gibt auf jeden Fall auch eine C64-Version. Hier original aus dem Comic, einfach nur kultig. Und das Spiel ist okay. Also es ist sehr schwer, aber ja, einfach nur cool. Die Werbung ist so nostalgisch, so genial. Wahnsinn. Die Werbung macht das auch mit. Und hier kommt gleich die beste Werbung des ganzen Magazins. Zack McCracken, seht euch das an. Zack McCracken, das Adventure. Hier steht für IBM. Ich habe es auf dem C64 rauf und runter gespielt. Und ich kam irgendwann nicht weiter. Und dieses Heft ist der Schlüssel dafür, dass ich das durchgespielt habe. Ich zeige euch das später noch im Lauf des Durchblätterns. Ja, Alien Mindhunter, das Echo, hier ein bisschen ein paar Informationen dazu. Also es war wirklich so, ne, die zwei Typen hier, sozusagen Entwickler, die dann in der Maske sind, von dieser Groucho Marx Brille, mit der man sich hier verkleiden musste, damit man nicht erkannt wird bei den Aliens. Es ist so kultig, die Werbung ist so, es macht Spaß. Vielleicht sollte ich auch nochmal das Spiel genau betrachten, einfach mal ein Let's Play machen, vielleicht mache ich das auch. Victory Road habe ich auch nie wirklich gespielt, gibt es auch nicht vom C64, wie ich da oben sehe, es ist kein C64 aufgeführt, deswegen habe ich es wohl auch nie gespielt. Kann ich nicht viel sagen. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja, es ist so ein Jump-and-Run-Minispiel-Sammelsurium. War okay. Grafisch gar nicht so schlecht, aber das war's auch. Das war's auch. Ja. Das gibt's nur in Hollywood. Ein Hase mit Führerschein. Ja. Batman. Das war das zum Film. Das glaube ich, ist es. Ich weiß gar nicht, ob es das zu The Movie ist oder das davor. Also das Batman-Spiel kann ich jetzt nicht viel sagen. Das könnte sein, dass es ein anderes Batman ist. Ich kenne The Batman The Movie, das habe ich rauf und runter gespielt. Auch mega geil. Spitting Image, da habe ich ja vorhin die Werbung gezeigt. Es ist okay, ihr seht ja Ronalds, ne, die Verarschung ist schlechthin. Man muss sich gegenseitig prügeln, man muss die Welt erobern. Auf die etwas kuriose Art. Richtig verrücktes Spiel. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt ein bisschen strange. Hier eine geile Werbung, Lands of Lore, ein echter Times of Lore, meine ich. Nee, so. Times of Lore, großartige Werbung, das Bild ist genial. Mein Bruder hat sich gerade das die Big Box dazugelegt von, weil das ist einfach kultig. Ein Action-Rollenspiel für die damalige Zeit, kann man sagen. Richtig klasse. So, was haben wir hier? By Fair Means or Fall. So ein Boxspiel, ja, scheint nicht so gut zu sein. Strategiespiel, Jean d'Arc. Ihr seht die Amiga, ST, MS-DOS. Es wechselte so langsam. 90er war so der Wechsel mehr zum Amiga. Richtig zum PC ging es erst ein paar Jahre später los. Ja. Ja, kann ich zu dem Spiel nicht sagen. Habe ich nie wirklich gespielt. Müssen aber nicht unbedingt die besten gewesen sein. So, hier haben wir jetzt Power-Tipps und ihr seht schon, die Lösung zum Super-Adventure, Zack McCracken ist da. Darauf habe ich gewartet. Ich kam irgendwann mit dem Spiel nicht weiter und damals gab es kein Internet. Man konnte nicht YouTube-Videos gucken, die gab es noch nicht. Man brauchte diese Magazine und ich war so froh, dass hier im Magazin endlich die Lösung war. Ihr seht, das war auch in mehreren Teilen geteilt. Bard's Tale 3, das Rollenspiel Teil 5, wird natürlich ausführlich gemacht. Hier haben wir so eine alte Werbeanzeige. Ihr seht verschiedene Systeme und was haben die Spiele so gekostet. Batman-Spiel hat 43 Mark gekostet. Katakis hat 35 Mark gekostet. Guckt mal nach, was die Spiele heute kosten teilweise. Zack McCracken, Deutsch 51 für C64. 51 D-Mark, das wären etwa 26 Euro. Heute könnt ihr noch eine Null ranhängen und ihr habt Glück, das in einem guten Zustand zu erwischen. Ja, so, und ihr seht hier, dass auch verschiedene Händler, hier seht ihr auch echt verschiedene Händler, Games World, Computershop München, Nürnberg, auch richtig cool, was es da gab, die Preise, ich will das gar nicht auseinandernehmen, das könnte man extra machen. Und ihr seht, es sind so teilweise handgezeichnete Karten von den ganzen Sachen drin. Das war damals halt so, Computer gezeichnet, war noch gar nicht so einfach, also wurde viel handgezeichnet reingetan. Richtig cool. Die verschiedenen Händler. Und man hat da wirklich geguckt, was kosten die, und dann hat man sie sich bestellt. Anders ging es nicht. Wenn der eigene Laden das nicht vor Ort hatte, bei mir gab es nicht so viel, ich musste nach Hamburg rein,
PC Engine zum Beispiel war echt schwer zu kriegen. Hier konnte man sie nur bestellen. C64, ihr seht hier auch teilweise unterteilt in Datasette, also der Kassette und der Diskette. Und wenn es das nicht gab, wurde es auch gemacht. Das war auch so der Wechsel. Datasette war halt günstiger und deswegen haben wir das viel gehabt. IBM, also PC, ist noch geringer. Da gab es aber diese Larry-Spiele und die Police Quest, die US-Version. Das sind die Spiele, die ich mir natürlich dann auch später gerne zugelegt habe. Die gab es auch für den Amiga, aber nicht immer. So, hier haben wir auch noch Werbung. Dann hier die weiteren Karten von Bart's Tale. Und da fängt es an. Zack McCracken, Zack McCracken, die Lösung, was man auf der Erde machen musste und so weiter und so fort. Ich spiele das mit euch, das Spiel, das spielen wir. Das werden wir auseinandernehmen und dann werden wir uns das mal richtig genau angucken. Ich habe das geliebt, das Spiel. Richtig tolles Adventure. Maniac Mansion fand ich auch gut, aber das war für mich der Hammer. Ein Comic durfte auch nicht sein. Kultig, Starkiller, Geisel der Galaxis. Wenn Starkiller und Trantor mit Doc Bobo durch die Welt schippern und Abenteuer erleben. Total abgedreht, das hat man gelesen. Das gab es auch mittlerweile einzeln als Album. Richtig kultig. So, Zack McCracken, ihr seht hier die ganze Werbung mit einer schönen Zeichnung jetzt auch von dem Zeichner von Starkiller zu dem Spiel. Weitere Firmen, die Spiele damals online angeboten haben. Hier weiter die ganze Lösung bis zum Spiel. Die Lösung ist hier. Bei Mulder 3 ist schon was anderes wiederum, ein anderes Lösungsspiel. Hallo Freaks, die Petra, die hat damals die Leserbriefe ein bisschen beantwortet und so ein paar Fragen zum Spiel wurde hier auch direkt immer dann erklärt. Bin jetzt in der Mitte angekommen. Der Spieleteil oder der Lösungsteil war immer in der Mitte. Och, hier Sega-Werbung, Nintendo-Werbung. Ihr seht, das gab noch nicht so viel. Das ist eine Handvoll. Könnt ihr kaum glauben, ne? Ja, hier auch Super Games und Mini-Preise. Und die Poke-Ecke. Das gab noch, konnte man cheaten. Beim C64 mit Peaks und Pokes. Hier seht ihr das dann. Wie man teilweise Passwörter und Level und solche Sachen, das stand hier alles. Wie man hier Alt-X drückt, dann kommt man leistet für Larry 1, ein bisschen die Räume wechseln, also richtig kultig. Starkiller, der Kult-Comic, absolut abgedreht mit, wie gesagt, Trantor, dem Flammenwerfer-Typ, der ein bisschen einfältig war. Doc Bobo, der genial verrückte Erfinder. Starkiller, die Galaxis, Geisel der Galaxis, der irgendwie nie alles im Griff hatte. Ne, an der Seite auch Tentakel, der treue Mitstreiter von Trantor. Und hier seht ihr, das war eine Doppelseite. Da hat man jede Woche gelesen. Das war so abgedreht. Es hat eben halt die Spielebranche oder die Spiele alle aufs Korn genommen in einer eigenen Science-Fiction-Welt. Richtig cool. Ja, hier haben wir weiter, wie Lösungssachen sind. Hier zum Beispiel auch Werbung von Frank Heidack. Lösungshilfen, das sind Spiele oder Lösungsbücher, die man mittlerweile auch sammelt oder so kleine Bücher, die ein bisschen aussehen, fast wie Fotokopien. All das gab es damals. Da wurden auch Lösungen verkauft. Ja, Impressum sehen wir hier auch, wieder weiter Werbung. Jetzt kommen die Videospieltipps. Was gab es eben halt zum Automaten selbst, beim Double Dragon, Super Wonder Boy in Monsterland, Sega-Tipps, Zelda 2, The Adventure of Link, ihr seht auch mit Karte. Das wird alles wunderbar auseinandergenommen. Ja, und ihr seht hier weiter Tipps zu Shinobi, Kung Fu für Nintendo. Da stand noch nicht SNES, sondern nur Nintendo. Es gab ja nur dieses eine. So, Super Hang-On für ein ST. Hier haben wir nochmal Ultima 5 Tipps. Und hier konnte man Highscores einsenden. Was wurde als Highscores gemacht? Und das haben die abgedruckt damals. Ne, Zanderkästerspiel oder Katakis hat einer 10 Millionen oder 1 Million Punkte gemacht. Das wurde hier dann so ein bisschen abgedruckt. Ne, oder hier Shinobi vom Automaten mit von der Powerplay. So, hier nochmal schöne Werbung zu drei Spielen. Auch hier Markt und Technik, bei dem das Magazin noch was rausgebracht war. Comic-Setter, so ein bisschen Eigenwerbung. Ja, und dann geht es weiter mit Spielen. Emanuel, ein Adventure, der zum Erotikfilm nicht gut, das weiß ich. Purple Saturn Day, was wir jetzt Werbung hatten am Anfang, die Minispielsammlung, kam wohl ganz gut an. Er lächelt. Wie gesagt, ich kenne die beiden Spiele nicht, ich habe nur von dem gehört. Das ist echt nicht das dollste Erotikspiel und Erotik ist nicht gleich Erotik, wie ihr heute denkt. So, was haben wir hier noch? Supersports.
auch so ein bisschen Minispielsammlung, denke ich, aber kenne ich auch nicht. Lombard RAC Rally, auch sieht nicht schlecht aus von der Grafik für den ST, habe ich aber nie gespielt. Soccer Simulator, schöne Werbung hier von Codemasters. Sieht richtig gut aus, richtig toll gemacht. Na, weiter geht es. So, Rackham, Fußballspiel, jo, okay, kenne ich auch nicht, habe ich auch nie gespielt. Ingrid's Back, das muss so ein Text-Adventure sein. Ja, ist okay, Sound hat es gar nicht zum Beispiel, ist was komplett ohne Sound. Ja, ist auch nicht mein Spiel, gab es wohl auf dem C64, habe ich aber nie gespielt. Interessant. Caveman Olympics, ein Kultspiel, auch wenn C64 sehr beliebt und ist, was ist auch eine geile Werbung, kann man nicht anders sagen, schöne cartoonartige Artworks hier und Zeichentrick, Wahnsinn. So, bevor wir zum Spiel kommen, Starkiller, Geisel der Galaxis, auch nochmal ein Mini, ja, Comic, humorvoll. Und dann hier, Leicester City Larry 2, Looking for Love, das steht hier leider nur Looking for Love, das ist Leicester City Larry 2. Ich wollte es damals immer spielen, hab's nicht. Inzwischen habe ich es gespielt. Ich besitze es auch als Big Box in meiner Sammlung. Das ist absolut kultig. Eins der besten Adventures von Sierra, muss ich sagen. Es ist einfach nur genial. Abgedreht, lustig. Es ist nur in Englisch. Es ist halt ein Text-Adventure. Sprachausgaben gab es noch nicht. Aber absolut cool. Und man konnte hier, mit selbst irgendwelche Zeilen eingeben, die gar keinen Sinn ergaben. Also man musste wirklich eingeben, was getan werden sollte. Man konnte steuern die Figur mit Tasten, aber was mitnehmen, anschauen, musste man schreiben, take stone, also nimm Stein, untersuchen und so weiter, ne? Look at, schau an, all das musste man. Das war gut, ich fand es großartig. Auch hier tolle Werbung. Und das ist das Batman-Spiel, was sie jetzt eben halt hier beworben haben drin. Das ist dieses Batman-Spiel. Noch nicht zum Movie. Das habe ich nicht gespielt. Ich kenne das nur zum Movie hier mit Robocop. Robocop ist ganz unterhaltsam. Das habe ich auch damals gespielt. Richtig coole Werbung. Einfach nur klasse. Und Kürze Limons wird hier sogar angekündigt. Wann macht man Werbeanzeigen schon für künftige Spiele? Das ist damalige Zeit. Demnächst auf ihrem Monitor. Einfach nur kultig. Auch ein großartiges Adventure, King's Quest 5. Da durfte die Tochter von König Graham erstmal ran und musste eben halt in einer Märchenwelt Abenteuer erleben. Richtig tolles Adventure. Steuerte sich genauso wie Larry, aber einfach nur großartig. Habe ich auch als Big Box und bin ich auch stolz drauf. Turbo Tracks für den Amiga. Gut, habe ich jetzt nicht so gespielt. Hier seht ihr, Zack McCracken wurde jetzt für den Amiga beworben. Twin C64 kam etwas eher raus. Amiga zog nach, hat auch eine Wertung von 92 bekommen, richtig gut. Hier haben wir XOR, sagt mir jetzt nicht für ein Amiga. Fish ist ein Text-Adventure für ein Amiga. Hellfire Text sagt mir jetzt auch nichts. Hier haben wir jetzt irgendwie so ein Kampfballerspiel, kenne ich jetzt nicht. Outrun, ja, wer kennt nicht Outrun, das Automatenspiel. War auf dem C64, wo etwas eher draußen als auf dem Amiga. Auch richtig kultig. Hier, Go with the Pro. Der Controller, den musste man haben, einer der besten Controller, der Pro-Joystick von Competition. Pac-Mania, ja, auch so ein Pac-Man-Spiel. Pac-Man gibt es ja bis heute irgendwo immer wieder. Driller, ist auch so ein komisches Spiel, habe ich nie gespielt. Puffy's Saga, habe ich auch nicht, kenne ich jetzt nicht. Aber ist interessant. Freedom ebenfalls nicht. Motor Massacre habe ich auch nie gespielt. Hotball. Ja, 1943 ist ein Spiel von Capcom, ein Ballerspiel für einen Automaten, auch richtig gut, ist richtig schwer. Hier seht ihr auch noch Capcom drauf stehen, also richtig cool. Gar nicht so schlecht. Also, das lohnt sich auch. R-Type für den ST wird hier nochmal beworben. Das sind so die Nachtests, ne, weil man keinen großen Test nochmal machen wollte. Afterburner, ja, eine Wertung von 7, wird ja auch bis 100 geht das. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist. Guerilla War, ja. Haben wir hier auch ganz okay, 17 Punkte ist nicht viel. Ultima 5 für C64 habe ich auch, 88 Punkte, richtig gut. Da war eben halt erst das für ein Apple II erschienen, deswegen Pac-Mania für C64, naja, ist auch nicht so. Drücke auf den Jedi-Ritter habe ich auch gespielt, richtig unterhaltsames Spiel. Ich habe ja als erstes C64 gehabt, deswegen ging es nicht weiter. Kings Valley kenne ich jetzt auch nicht. F-19 Stars Fighter.
Flugzeugsimulation mit ein bisschen Abschuss ist etwas schwerer gewesen, war nicht so ganz meine Welt. So, und jetzt kommen jetzt schon die Videospiele. Ein Klassiker, den haben sie nur mit gut beworben. Das würde heute Frevel sein. Super Mario Bros. 3, der Held des Kultspiels Super Mario Bros. Ist wieder da und hat drei Freunde mitgebracht. Vorrang auf die Mario Gang. 90 D-Mark hat das Modul gekostet von Nintendo. Hat 71% in Grafik, Sound 78 und 80 für die Powerplay-Wertung. Richtig cool, richtig cool. Ja, auf dem besten Weg in die Videospiellisten. Ihr kennt natürlich die Geschichte, aber das ist kultig. So, Thunderblade hat es auch zwischen gut und geht so geschafft, also ist auch nicht viel besser. Hier jetzt fürs Sega Master System, aber auch ein kultiges Spiel. Mega Drive war ja noch gar nicht draußen, das war das Master System, was noch aktuell war. Ja, hier haben wir R-Type, die hatten sich das teilweise auch importiert, das gab es ja noch nicht in Deutschland alles. Kenciden, Kenciden, wie auch immer man es auch spricht. Ja, R-Type, auch wie gesagt, absolut kultiges Spiel. Microprose Werbung gibt es auch nicht mehr, hat dreimal viel Strategie gemacht und so weiter. POW, ähnlich wie Operation Wolf, ein Side-Ballerspiel basierend auf dem Automaten. Ja, solche Ballerspiele kamen damals noch nicht gut an. Ninja Spirits und Ninja Side-Scrolling-Spiel auch nicht so dolle. Das sind jetzt für die Automaten. Das sind jetzt Automaten, die wurden sogar getestet. Wahnsinn, ne? Kette, kaum vorstellbar. Spielautomaten. Ja, es gab es damals noch Ortschaften. Genauso wie hier. Gangbusters und Legend of Makaya. Ob die heute irgendwo draußen sind auf irgendwelchen Sachen, das kann ich gar nicht sagen. So, aber unterhaltsam wohl sein. Gewinn mit Spinning Image, hier nochmal Rambo in Spinning Image, man konnte jetzt hier ein Gewinnspiel mitmachen, konnte das Spiel wohl gewinnen. Und auch das war immer eine Kultseite, Pixelpracht, so die besten Grafiken aus der Welt der damaligen Automaten. Hier haben wir Outrun für den Amiga, auch ein absolut kultiges Bild. R-Type für den C64, sah grandios aus. Mit der CPC mit Savage, tolles Bild. Hier haben wir Atari ST, Chrono Quest. Richtig schönes Motiv. Ja, und wir nähern uns dem Ende. Die Vorschau. Heiße Spiele, Grafikknüller, Bretter, die die Welt bedeuten. Ja, auch hier wieder noch ein Trantor und Doc Bobo Bild. Richtig cool. So, hier steht am 13. Februar 89 erscheint die nächste Ausgabe, einmal im Monat. Hier haben wir Gunship-Werbung von Microprose. Auch kein schlechtes Spiel. Ja, hier nochmal, welche Firmen irgendwie beworben wurden. Auch das wurde früher aufgelistet. Und hier haben wir auch nochmal Kingsoft, die Spiele, einfache Spiele rausgebracht haben. Deswegen gab es wahrscheinlich die Unterteilung mit den Billigspielen. Ja, und das war's. Das war die Betrachtung der Let's View dieser Powerplay. Naja, Beilage kann man sagen, von der Happy Computer von 289. Wahnsinn. Nostalgie für mich pur. Wie war es für euch? Lasst es mich in den Kommentaren bitte wissen. Ansonsten teilen, liken, abonnieren. Darüber freue ich mich. Und lasst uns schnacken über dieses alte Spiel. Und ich habe noch genug Powerplays. Und das ist jetzt die allererste, die ich jetzt einmal bespreche und einmal mal so durchblättere mit euch. Wenn ich weitere machen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Wie fandet ihr das? Ja, alles mit euch will ich diskutieren da. Ansonsten, das war's wieder für dieses Mal. Lasst euch's gut gehen. Bis zum nächsten Mal.